Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit der Blasterbox aus der FIFA 365 Adrenalin XL 2019 Kollektion von Panini. Und damit hallo zu diesem neuen Collectors-Video. Heute wollen wir uns mal zusammen die ausschließlich in Polen erscheinende Blasterbox aus der FIFA 365 Adrenalin XL 2019 Kollektion anschauen. Das Interessante daran ist, dass wir dort ein paar Limited Edition Cards finden, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt. Ich zeige euch die Box mal eben schnell von allen Seiten. Das ist die Rückseite und ihr seht, 8 Booster sind drin, dazu 5 Limited Edition Cards, dazu noch ein Plakat. Ich denke, das können wir eher vernachlässigen. Das ist die andere Seite. So von oben, so von unten. Und jetzt holen wir sie aus der Folie raus, denn der Inhalt interessiert uns natürlich deutlich mehr als die Box selbst. Müssen wir die Folie mal aufkriegen. Ansonsten das Ganze natürlich in diesem schicken, goldenen Design, das wir von der FIFA 365 Kollektion gewohnt sind. So, und dann machen wir sie mal auf und so könnt ihr direkt einen Blick oben reinwerfen, wie das in der Box aussieht. Wir schütten das Ganze mal aus und haben hier zunächst die Booster. Da ist das Plakat, das zeige ich euch mal schnell. Also das ist das Checklist-Poster, also das, was man in Deutschland quasi im Ordner in dem Magazin auch findet. Also eigentlich nicht viel Besonderes, außer dass die Kollektion in Polen etwas kleiner ist, da die German Stars nicht enthalten sind. Die haben wir exklusiv bei der deutschen Ausgabe. So, ich würde sagen, bevor wir zu den Limited Edition Cards kommen, fangen wir einfach mal mit den Boostern an. Und ihr seht, auch die unterscheiden sich ein bisschen von den deutschen, denn sie haben hier nicht dieses German Logo bzw. die deutsche Flagge vorne drauf. Aber die enthaltenen Karten sind zu 100% mit der deutschen Edition kompatibel. Einziger Unterschied, wie gesagt, die German Stars am Ende fehlen dann. So, wir gucken mal, was uns in den Boostern Schönes erwartet. Das geht los mit Hendrix vom PSV Eindhoven, Diawara von Neapel. So, dann drehen wir das Ganze mal um und haben unsere erste FIFA World Cup Hero mit Ante Rebic für das kroatische Team. Und dann haben wir noch Matija Nastasic von Schalke 04 als Fans-Favorite-Karte. So, und das ist immer ein bisschen unglücklich mit diesem Hin und Her. Aber überstehen wir so und die restlichen Karten. Pjanic von der Juve und Lionel Messi als Basekarte für Barcelona. Ich drehe mal kurz passend, dann geht das alles ein bisschen schneller. Magellan für Boca Juniors. Megarejo für Spartak. Dann Leroy Sané als Key-Player-Karte für Manchester City. Wir haben Alex Meret als Impact-Signing-Karte für Neapel. Ismat Mirin PSV und Guido Burgstaller für Schalke sind die restlichen Base-Karten. Und wir kommen zum nächsten Booster. Und auch eine Besonderheit der polnischen Booster. Das seht ihr hier, ist so eine Mini-Spielanleitung. Die kennen wir von den deutschen Boostern jetzt auch nicht.
brauchen wir aber auch nicht wirklich und lassen sie deswegen mal beiseite. Andre Di Maria für Paris, Isco Madrid, Semedo Barcelona, dann als Spezialkarte Ramiro von Gremio als Fans Favorite, Lucas Hernandez von Atletico und Dani Alves von Paris. Runden dieses Päckchen ab und schon sind wir beim nächsten Pack und finden hier Stamboli von Schalke, Mario Götze Dortmund, dann das Clubbadge vom FC Porto, John Stones als FIFA World Cup Hero, noch ein Schalke mit Weston McKennie und Kevin De Bruyne von Manchester City als Basecard. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal zwischendrin eine der limitierten Karten an. Und die erste ist Axel Witzel von Borussia Dortmund. Und auf ihn folgt Raja Nainggolan von Inter Mailand. So, und um die Spannung aufrechtzuerhalten, drehen wir das Päckchen wieder um und zoomen mal ein bisschen raus, damit wir auch mehr auf dem Tisch sehen. Und so bekommen wir, glaube ich, auch eine dritte Reihe unter, denn die werden wir auf jeden Fall noch brauchen, denn wir haben ja noch ein paar Booster. So, wir haben Saul von Atletico, Nicolas Otamendi von Manchester City, Perrin von Juve als Special Card, Danilo Pereira von Porto und Bernardeschi von der Juve sowie Keylor Navas von Real Madrid. Es wäre auch kein wahres Unboxing gewesen, wenn Bernardeschi nicht dabei gewesen wäre. Also ich glaube, ich habe bisher kein Video aufgenommen, in dem die Karte nicht auftaucht. So, nächstes Päckchen mit Joshua Kimmich von den Bayern, Edison Cavani Paris, dann Roman Bürki als Goalstopper-Karte von Borussia Dortmund. Oh, und noch eine Power-Karte. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Zwei Power-Karte in einem Paket. Quincy Promise als Game-Changer. Und dahinter kommt noch eine Special-Karte. Die Meisterkarte von Porto, also drei Special-Karten in einem Paket. Das ist mal richtig stark. Und José Sá von Porto noch, sowie Breel Embolo. Jetzt zählen wir mal, das sind 4, 5, 6, 7. Da hat sich eine Karte mehr ins Päckchen geschlichen. Soll mir aber recht sein, vor allem bei zwei Power-Up-Karten. Das kann ja eigentlich nur noch durch zwei Rare-Karten in einem Päckchen übertroffen werden. Aber jetzt wollen wir mal nicht zu viel Ansprüche stellen. So, weiter geht's mit Marco Asensio von Real, Vermaelen Barcelona. Dann haben wir die erste Multiple-Karte für heute mit Herrera und Corona von Porto. Denzel Dumfries als Impact-Signing für PSV Eindhoven. Rakitic, Barcelona, Giovanni Lo Celso, Paris. Und bevor wir zum letzten Päckchen kommen, gucken wir uns nochmal die Limited Edition Cards an. Da haben wir noch Leonardo Bonucci von der Juve. Riyad Mahrez von Manchester City. Und Thomas Lemar von Atletico Madrid. So, und ihr seht schon im Hintergrund, ich schiebe wieder ein bisschen, damit wir die auch noch aufs Bild bekommen. Denn ein Päckchen haben wir noch und hier warten uns hoffentlich auch nochmal Special-Karten. Wir haben Toni Kroos, Samuel Umtiti, Thomas von Atletico, Ralf Fährmann von Schalke 04 als Fans-Favorite-Karte, Selikov und Raheem Sterling von Manchester City.
So, und jetzt müssen wir von unten noch mal ein bisschen schieben. Und dann haben wir, glaube ich, alles einigermaßen im Bild. Und ich habe gelernt, dass man für so eine Blasterbox den Kameraausschnitt das nächste Mal ein bisschen weiter aufziehen sollte. So, das also die fünf limitierten Karten, die es meines Wissens nach bisher nur auf zwei Wegen gibt. Zum einen im Adventskalender der Nordic Edition und zum anderen in dieser polnischen Blasterbox. Wenn ich mich aber nicht täusche, ist diesmal erstmalig so, dass nicht immer die fünf gleichen in dieser Blasterbox sind, sondern fünf aus diesen acht verschiedenen. Heißt also, mit dem Kauf von mehreren Blasterboxen kann man dann auch auf diese acht verschiedenen Limited Edition Cards aus dem Adventskalender kommen. Bei den restlichen Karten seht ihr, das sind alles Karten, die es auch in der deutschen Edition gibt. Falls da noch jemand unsicher war, ob sich die wirklich kombinieren lassen, also die haben alle genau die gleichen Nummern und sind in der gleichen Reihenfolge in der Kollektion. Das Einzige, was in der polnischen Edition fehlt, und das seht ihr ja auch nicht hier auf dem Bild, sind die German Stars. Ansonsten aber eine ganz gute Ausbeute, natürlich Glücksgriff mit dem einen Päckchen, in dem zwei Power-Up-Karten waren. Also das hat die Ausbeute noch ein bisschen besser gemacht, als sie standardmäßig eigentlich vorgesehen ist. Was ihr von der Blasterbox haltet, schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich da immer über euer Feedback. Gerne auch noch mal auf den Daumen nach oben drücken, wenn ihr bisher noch nicht geliked habt. Und solltet ihr noch nicht regelmäßig dabei sein, ihr euch aber gerne Videos zu Stickern und Trading Cards anschaut, dann abonniert doch einfach kostenlos den Kanal und lasst euch benachrichtigen, sobald ein neues Video online geht. So verpasst ihr nichts und seid über neue Kollektionen, aber auch über Produkte, die über den deutschen Markt hinausgehen, immer top informiert. Das war es für dieses Video mit der Blasterbox. Danke euch fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.